Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich das Gefühl, dass mein Leben einfach sehr, sehr langweilig verläuft. Und ich habe nach einer Leidenschaft gesucht. Ich habe verzweifelt nach einem Hobby, nach einer Passion gesucht. Und dann bin ich zur deutschen Sprache gekommen und dann zum Schreiben. Rückblickend kann ich sagen, dass ich eine Art Vision habe. Das kann man erst rückblickend sagen. Und diese Vision besteht darin, dass ich das Thema der Zeit immer wieder berühren muss. Zeit, Vergänglichkeit, Abkehr vom Eigentum, Rückkehr zur Natur. Das sind, glaube ich, meine Hauptthemen und sie werden bleiben. Levatsky habe ich tatsächlich gesehen, aber ich habe mit ihm nicht gesprochen. Ich habe ihn vor 3 Jahren in einem Hotel an der Bar gesehen. Einen hochbetagten, sehr eleganten Herrn, der vor einem altmodischen Eisbecher saß. Er hat mich so beeindruckt, dass ich beschlossen habe, über ihn zu schreiben, über einen einsamen alten Herrn, der Angst vor seiner Wohnung hat, der unter Menschen sein will, der einfach flieht, auf der Flucht ist. Das war das optische Vorbild. Es gibt zwei Marthas. Einmal gibt es eine junge Dame, die Martha heißt, Levatskys erste Liebe, die unerwidert bleibt. Und es gibt noch eine zweite Martha, das ist die letzte Wandertaube, die 1914 ausgestorben ist. Zufälligerweise in dem Jahr, als Levatsky geboren wurde. Wissen Sie, was unserer Welt fehlt? Ich bin so anmaßend und sage es einfach, jetzt, wo wir hier so schön stehen oder sitzen, in der schönen Natur, habe ich das Gefühl, dass der Welt genau diese Natur und diese Verbundenheit mit der Natur fehlt, diese Verbindung, das Bewusstsein, dass man zur Natur gehört, dass man zu diesem Lebensbaum gehört, dass man ein Teil dieser belebten Welt ist. Das fehlt unserer Welt und vor allem den Menschen. Diese Einfachheit. Ich bin gerade dabei, einfacher zu werden.